Hallo, schönen guten Tag. In diesem Video geht es um das Rechnen mit Basiseinheiten und mit Einheiten überhaupt. Im Zentrum stehen hier die SI-Basiseinheiten und die daraus abgeleiteten Einheiten, die über physikalische Zusammenhänge berechnet werden können. Ich habe die 7 Basiseinheiten hier jetzt schon mal aufgeführt. Das sind die bekannten Dinge wie Länge, Masse, die Zeit. Die Stromstärke, das ist auch das, worauf wir uns im Wesentlichen konzentrieren werden. Wir werden noch ein bisschen mal reinschauen in die thermodynamische Temperatur. Stoffmenge und Lichtstärke lassen wir hier außen vor. Die sind zwar irgendwie schon bedeutsam, insbesondere die Lichtstärke gewinnt an Bedeutung, wenn man im Baumarkt nur mal in der Lampenabteilung guckt, aber werden hier nicht behandelt. So, das übliche Symbol dafür ist in dieser Spalte aufgeführt. Das Dimensionssymbol und dann die Einheit und das Einheitenzeichen dafür. Natürlich hat die Länge die Einheit Meter, und das Einheitenzeichen klein m. Einheitenzeichen sind immer in Steilschrift, wenn sie gedruckt vorkommen, anzugeben. Die Masse natürlich in Kilogramm, die Zeit in Sekunde, die Stromstärke in Ampere und die thermodynamische Temperatur in Kelvin. Nun, abgeleitete Einheiten bauen sich immer auf aus all diesen 7 Dingern da irgendwie mit einem Exponenten, und dieser Exponent Alpha, Beta, Gamma oder so weiter, der ist in der Regel oder ist eine ganze Zahl. Meist ist er eine sehr kleine ganze Zahl, also kann sowas sein wie 1, dann ist es einfach nur das Meter, oder 2 oder meinetwegen auch minus 1 oder minus 2. Details dazu werden wir später sehen. So. Wenn wir jetzt mal etwas zusammenbauen wollen, dann fällt uns zum Beispiel auf, dass wir die Kraft hier drin noch nicht haben. Die Kraft hier drin nicht haben, die aber vielleicht herleiten wollen. Und das machen wir erstmal alles kleiner hier ein bisschen. Schieben das mal ein bisschen an die Seite. So, wir wollen uns dann um die Kraft kümmern. Kraft ist bekanntermaßen F gleich Masse mal Beschleunigung. Nun, eine Beschleunigung ist sowas wie eine Geschwindigkeitsänderung. Und das ist Geschwindigkeitsänderung pro Zeit, sodass wir das auch schreiben können als Masse mal Delta V nach durch Delta T oder gleich M mal V durch T, wenn wir die Deltas weglassen. Und Geschwindigkeit ist ja nichts weiter als Länge mal Zeit, also kommen wir hier auf M mal Länge durch Zeit. Wobei das jetzt im Prinzip schon falsch ist, denn ich muss das richtige Differential hier bilden und muss dafür nochmal eine 2 spendieren. Das mache ich jetzt mal spaßeshalber, aber es geht mir nur um die Einheiten. Das ist wichtig hier zu betonen. Es geht nur um Einheiten. Deswegen können wir das alles hier mal so ein bisschen lockerer handhaben. Und wenn ich das jetzt nochmal aufschreibe, dann ist nämlich die Einheit von F gleich Kilogramm mal, naja, und jetzt kann ich anfangen mit den Metern und den Sekunden und so weiter. Meter pro Sekunde Quadrat, und das ist dann auch gleich die Einheit, die ich wieder zusammenbauen kann zu einem Newton. Das war schon. Somit habe ich jetzt eine zusammengesetzte Einheit hier mir aufgebaut. Gesetzte oder abgeleitete Einheit
nämlich das Newton. So, betreibe ich das weiter, komme ich irgendwann zur Energie. Und da ist die Energie, die man abkürzt mit W typischerweise, nämlich nichts weiter als Kraft mal Weg. Also haben wir hier die Einheiten, nämlich Newton mal Meter. Und dann sind wir hier bei Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat, was man auch abkürzt mit Joule. Oder wir haben die Leistung P ist die Energie pro Zeit. Machen wir wieder hier die Einheiten davon. Dann sind wir nämlich hier bei Joule pro Sekunde oder bei Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde hoch 3. Und das können wir abkürzen, auch wieder einer weiter zusammengesetzten Einheit, nämlich dem Watt, wie sicherlich bekannt ist. Etwas reichlich komplexer ist das Ganze anzugehen, wenn wir über die thermische Energie gehen wollen. Und das ist jetzt der einzige Zusammenbau, wo wir mal auf die Stoffmenge und die thermodynamische Temperatur kommen. Da haben wir jetzt hier die Energie W thermisch ist gleich die Anzahl der Freiheitsgrade, die man bei einem Stoff hat. Also, um welche Achsen es sich alles drehen kann, mal die Menge, upsa, die Menge N, Anzahl der Moles, die wir hier haben, mal eine für Gas, eine Konstante, die ich jetzt nicht weiter angebe, und die Temperatur T. Oder wir können es auch anders fassen als Cn mal C mal T, wobei es das hier eine spezifische Wärmekapazität ist. Aber rauskommen muss natürlich wieder ganz klar das Joule. Und auch das führt wieder zum Joule im Endeffekt. Also dass wir hier in dem Ding also eine Einheit haben müssten. C ist nämlich dann die Joule pro Mol mal Kelvin. So, machen wir die Verbindung zur elektrischen Energie. Das mache ich aber auf einer neuen Seite. Oder zur elektrischen Leistung. Das ist am einfachsten. Da ist sicherlich der Zusammenhang bekannt. P, nämlich die Leistung, ist gleich U mal I. I ist in einer Basiseinheit gegeben, U eben nicht. Also müssen wir uns die Einheit der Leistung nochmal wieder besorgen. Das können wir natürlich hier anschauen und nochmal spicken. Da haben wir die Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde hoch 3. So. Und die besorgen wir uns, dann haben wir hier nämlich Kilogramm mal Meter Quadrat pro Sekunde hoch 3 ist gleich Volt mal Ampere. Und wir kommen darauf, dass das Volt, ich schreibe es mal wieder so, gleich Kilogramm mal Meter Quadrat pro Ampere Sekunde hoch 3 ist. Eine zusammengesetzte Einheit wieder. Relativ unhandlich, würde ich sagen, aber das kann man sich ja mal merken. Upsa, da hätte ich nicht durchgewollt. Naja, und so können wir auch alle anderen Einheiten ableiten, nämlich zum Beispiel den Widerstand. R ist gleich U durch I. Und R
R gleich U durch E heißt natürlich, dass wir hier vorliegen haben. Tak, tak. In Volt pro Ampere. Na gut, dann schauen wir uns das an. Dann haben wir hier natürlich sofort abgeschrieben Kilogramm Meter Quadrat pro Ampere Quadrat Sekunde hoch 3. So. Oder den Widerstand natürlich in Ohm. Oder den Leitwert. Siemens, das hätten wir angegeben als G gleich I durch U, ist natürlich nichts weiter als der Kehrwert hier, gleich Ampere pro Volt, gleich Ampere Quadrat, Sekunde hoch 3 durch Kilogramm Meter Quadrat. Achso, was ich vergessen hatte, das hier ist natürlich gleich Ohm. Und das hier ist gleich Siemens. So, weitergehend haben wir noch die Induktivität. In Henry. Da wissen wir, L ist gleich der magnetische Fluss pro Strom. Naja, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen mehr wissen. Das ist Volt Sekunde pro Ampere. Und dann sehen wir schon im Vergleich hier, dass wir das auch angeben können als Ohmsekunde oder gleich Kilogramm Meter Quadrat. Sekunde Quadrat und das ist eben gleich das Henry. Oder auch die Kapazität. In Farad. C ist gleich die Ladung. Q. Spannung. U also gleich Ampere Sekunde pro Volt, also gleich Sekunde pro Ohm oder gleich Siemens mal Sekunde oder eben gleich Ampere Quadrat Sekunde hoch 4 durch Kilogramm Meter Quadrat und das ist gleich Farad. So, nun kommt es noch oft vor, dass wir Zahlenwerte haben, die sehr extrem sind. Also man zum Beispiel mit sehr viel hohen Zehnerpotenzen, sehr kleinen oder sehr großen Werten rechnen muss. Zum Beispiel, dass man irgendetwas hat, das 10 hoch 9 meinetwegen Hertz ist, was nichts weiter ist als 10 hoch 9, 1 durch Sekunde. Nun, das ist sehr unhandlich und deswegen hat man Modifikatoren entwickelt und würde das hier jetzt angeben als 10 hoch 9, nämlich 1 Giga. Hertz, was sicherlich bekannt ist. Und das hier schreibt sich dann eben aus als Giga. Davon gibt es eine ganze Menge, die alle in Dreierschritten daherkommen. So haben wir zum Beispiel, kann man 10 hoch minus 3 Volt angeben als 1 Millivolt oder auch 10 hoch 6 Ampere als ein jetzt großes M
Mega Ampere, wenn man mal so einen Blitz oder sowas hat. Oder 10 hoch minus 6 Farad könnte man angeben als ein Mikrofarad. Das muss man ein bisschen anders schreiben. Mü gleich Mikro. Oder eben auch eine Mischform hiervon. So mit 10 hoch minus 7. Henry könnte man also arbeiten, indem man sagt, okay, das ist 100 mal 10 hoch minus 9 Henry, also gleich 100 Nano Henry. Ein bisschen aufpassen muss man, wenn die Einheiten mit Potenzen auftauchen, wie zum Beispiel bei der Fläche. Naja, man kann natürlich sagen, man hat ein Quadratmillimeter. Gemeint ist damit, dass man einen Millimeter Quadrat also so klammert. Das würde also heißen, man hat hier einmal 10 hoch minus 3 Meter zum Quadrat, also gleich 1 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Naja, also man muss das Ding hier mit quadrieren und das Quadrat daran setzen, sodass man hier insgesamt auf die 10 hoch minus 6 kommt. Entsprechend, das gilt beim Volumen. Da wäre zum Beispiel ein Kubikmikrometer gleich ein Mikrometer hoch 3 durch 1 mal 10 hoch minus 6 Meter hoch 3 gleich 10 hoch minus 18 Kubikmeter. Okay, und damit kann man natürlich noch viel, viel mehr machen. Und ich wünsche noch weiterhin einen schönen Tag und viel Erfolg beim Rechnen.